Weltrekord in der Querbeschleunigung. Der niederländische Hersteller Donker Ford ist dafür bekannt, verrückte Leichtbaufahrzeuge zu bauen. Und so hat man den F22 in Serienausstattung, bis auf die Reifen, das waren andere, und zwar von Nankang, genommen und ist damit auf eine Formel 1 Rennstrecke gegangen. Dort hat man den Weltrekord in der Querbeschleunigung gebrochen. Der vorherige Weltrekord 2,1G vom Donker Ford D8 GTO. Nun der F22 mit 2,3G. Auf einen Autofahrer mit 80 Kilo wirken also 184 Kilo Seitenkräfte. Man muss sich mal vorstellen, was das für Fliehkräfte für den Reifen bedeutet. Zum Glück ist in dem Fall der F22 nur 750 Kilo schwer, das heißt die Last der Reifen hält sich noch vergleichsweise in Grenzen. Angetrieben wird der F22 übrigens vom legendären 5-Zylinder von Audi. 500 PS, 640 Newtonmeter Drehmoment. 0 auf 100 in 2,5, 0 auf 200 in 7,5 und V-Max von 290 km/h. Also ein Auto, was genauso krank ist wie dieser neue Weltrekord. Was denkst du? Würdest du sowas easy wegstecken oder würdest du abwechselnd ins Auto brechen und ohnmächtig werden? Schreib's uns in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, dann lass ein Like da und folge uns für mehr und du fährst Sachen wie